Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angerechnet. Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem man zusammenarbeitet? Elias Callum. Callahan? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Callahan und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Wenn Sie sich schmieren lassen, bitte sehr. Mir ist egal, wie Sie Ihr Revier führen. Ich will nur wissen, ob Sie mir helfen. Ja, ich helfe Ihnen. Keine Frage. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können Sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Callahan glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Wir haben Callum. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Callums Anwalt nicht mehr aufhalten. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Sie haben ein Attentat beauftragt. Sie werden mir jetzt sagen, wer das Ziel ist. Der Einzige, der mich irgendwas sage, ist mein Anwalt. Ich sage Ihnen, wie es läuft. Ich stelle eine Frage, Sie beantworten die Frage. Und Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. Für wen halten Sie sich eigentlich? Mr. Callum, kann es sein, dass Sie mir nicht zugehört haben? Oh, super. Sie haben mir gerade Ihren Job gegeben. Wenn Sie mich nochmal schlagen, kassiere ich auch noch Ihr Geld. Mit Ihnen fahre ich Schlitten, sobald Bailey hier auftaucht. Sagen Sie uns einfach, was wir wissen wollen. Mein Partner ist nicht sehr geduldig. Was sind Sie, Froschjunge? Sein kleiner Handlanger? Was soll das? Wollen Sie mich so lange langweilen, bis ich gestehe? Wie Sie wollen. Au! Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Nur weiter so, Sie harter Knabe. Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus. Gehen Sie zum Teufel. Ganz locker. Tod nützt er uns nichts. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termin. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen. Sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Joram! Joram Talit! Ein Turianer aus den 800 Blocks. Er ist bewusstlos. Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken. In Anbetracht dessen, wie sehr ihn die Leute fürchten, hätte ich erwartet, dass er etwas länger durchhält. Shepard, er ist ein ganz gewöhnlicher Verbrecher. Sie haben einen Reaper erledigt. Wenigstens haben wir den Namen bekommen, bevor er umgekippt ist. Gehen wir.
Was steckt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talit. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Mir ist völlig egal, welche Politik Joram verfolgt. Es geht hier nicht um ihn, sondern um Thanes Sohn. Ihnen mag es egal sein, aber die Leute, die hier leben, sehen das anders. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talit über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kurganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amonkhira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Sie können darauf zählen. Zeigen Sie den Menschen, dass nicht alles nach Ihrem Willen geht. Das werde ich. Und zwar mit legalen Mitteln, nicht durch einen Putschversuch. Und vergessen Sie nicht, werte Freunde, dass es in unserem eigenen Haus verräterische Elemente gibt. Die Menschen haben die Macht zwar an sich gerissen, aber sie können sie ohne Unterstützung der geringeren Spezies nicht halten. Das ist nicht das Ende. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Menschen ihre Machtposition eingebüßt haben. Andere Spezies warten geduldig hunderte oder sogar tausende von Jahren darauf, eine Botschaft eröffnen zu dürfen. Machen die Menschen das auch? Niemals! Sie tauchen praktischerweise genau dann auf, als unser Rat ausgelöscht ist. Sie umzingeln uns mit Kriegsschiffen und diktieren Forderungen. Unsere Art ist eine andere. Wir respektieren die Tradition. Menschen glauben, dass alles, was 10 Jahre alt ist, bereits überflüssig wäre. Wertlos. Was soll... Ich bin an ihm dran, Thane. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich folge Ihnen. Haben Sie ihn? Jetzt redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Colliard? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Bisher keine Probleme. Haben Sie das Ziel im Blick? Ich hab ihn. Arbeit machen. Dadurch kann er leugnen, etwas
einer seiner Wächter redet mit dem Barmann. Sieht aus wie eine Erpressung. Ich gehe mal ein Zimmer weiter. Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Ziel in Sicht. Zusammenbleiben, Shepard. Wo ist er jetzt? Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, von der er auch seinen Leibwächter her hat. Er wirkt nervös. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Vielleicht hat er auch Collyard irgendwo entdeckt. Wäre auch möglich. Vor mir sind Hindernisse. Ich versuche sie zu umgehen. Verlieren Sie ihn nicht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Keine Anzeichen von Ärger. Hey, wer sind Sie? Ich habe für sowas keine Zeit. Ich sehe ihn. Zane! Hab's gesehen. Er ist auf dem Weg zu Talits Wohnung. Collyard. Das ist ein Witz. Jetzt? Jetzt tauchst du auf? Helfen Sie mir, Drill. Ich tue alles, was Sie verlangen. C-Sicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Was zum Teufel? Talit, verschwinden Sie von hier. Ja, ja, das werde ich. Nehmen Sie den Jungen fest. Du Mistkerl! Ihr Vater und ich haben viele Leute ausgeschaltet, aber Sie nicht. Und es gibt keinen Grund, damit anzufangen. Ich habe seine Akte gelesen. Wieso war es für ihn in Ordnung, so viele Jahre als Killer zu arbeiten? Ich war 6 Jahre alt, als die Annahme mit meiner Ausbildung begann. Ich kannte nichts anderes. Deine Mutter hat mich aus meinem Kriegswahn rausgeholt. Warum hast du sie dann verlassen? Warum warst du nicht da, als sie gestorben ist? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich heranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Collyard, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Collyard und seinen Vater aufs Revier. Geben Sie ihnen ein Zimmer und so viel Zeit, wie Sie brauchen. Es überrascht mich, dass Sie nicht versuchen, uns alle zu verhaften. Der Junge hat offensichtlich noch nie zuvor ein Verbrechen begangen. Beim Vater bin ich nicht so sicher. Ich muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit.
Sie sind schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt. Als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. So jemand bedeutet eine Art von Ärger, mit der Sie nichts zu tun haben wollen. Jemand muss sich aber darum kümmern. Allerdings nicht unbedingt ich. Wie ist es gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Mit welcher Strafe muss er rechnen? Durch meine Aussage wird sich das wohl auf ein paar Jahre Haft reduzieren. Sie würden für ihn aussagen? Warum? Die Leute, die er erschossen hat, hatten es verdient. Unter uns dreien. Für den Bezirk war es das Beste, was passieren konnte. Danke, Captain. Ja? Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen.